Hey Leute, Narutalent hier und heute wieder ein neues Infovideo zu Call of the Ghosts. Was so neue Infos gibt, weil es ist ja gerade die E3 und es gibt da einige neue Infos. Wir fangen mal gleich mit der Kampagne an. Oder nein, wir fangen zuerst mit den Infos an, generell mal. Also, Infinity Ward macht's, Neversoft und Raven macht das Ganze am November, im 5. November kommt's raus, 2013. Für die Plattformen Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, PC und Wii U. Also das Datum, wann es rauskommt, der 5. November, ist nur für die generell für die jetzigen Konsolen. Also für Xbox 360, ich denke Wii U auch und PlayStation 3 natürlich. Darf man nicht vergessen, PlayStation 3, ja. Dann fangen wir mit der Kampagne an. Also das Ganze beginnt so, dass die Gegner vom Spiel halt, weiß man nicht, wer die Gegner sind, nicht die Amerikaner auf jeden Fall, weil die spielt man, dass der Odin Space die Odin Space Station gehackt wird, und das ist eine Space Station logischerweise. Und dann gibt es die Rods, das sind wahrscheinlich Raketen, und die nehmen mit den Odin Space Station, wenn sie die überobert haben, kriegen sie auch die Raketen. Ich glaube, die werden oben sein auf der Space Station oder so. Und können die und haben Ziele von Amerika, dass die bombardieren halt. Dann gibt es den Hund, Ridley heißt der, und, das, und den kann man mit einer Kamera, der hat eine Kamera drauf irgendwo und die, so aus der Sicht steuert man es halt. Man soll auch Emotionen, so emotionsreich wie noch nie sein, wahrscheinlich weil der Hund stirbt, ich weiß nicht. Und es sollen die Sachen, die in der Kampagne passieren, nicht egal für den Spieler sein, also dass man jetzt nicht sagt, ja der ist halt tot, der macht nichts, dass man, der ist tot und so halt, ja. Ja, das wird wahrscheinlich, das wollen sie wahrscheinlich aufbauen, weil man immer mit dem gleichen Trupp spielt, dass man spielt immer mit den gleichen Leuten, man wechselt nicht die Charaktere und so. Außer halt vom Hund und vom Normalen, denke ich, weil ich glaube nicht, dass man Hund die ganze Zeit spielt, was auch schon bewiesen worden ist in ein paar Trailern. Und dann, wie es spielt, die Umgebung ist Amerika komplett zerstört, also Amerika ist komplett hin. Das Government, also, ja, es ist egal, Government. Ist halt auch komplett hin, es gibt irgendwie nicht wirklich einen Präsidenten mehr oder so, denke ich halt. Und es spielt 10 Jahre nach dem Odin-Hack, glaube ich. So ist es gemeint. Und was um was geht, man kämpft alles zurück halt wieder. Und das Ghost Troop ist ein Spezialtrupp. Die letzte Hoffnung halt von Amerika. Ja, und wahrscheinlich von der ganzen Welt auch. Ja. Dann zur Engine, es gibt eine neue Engine. Wahrscheinlich bessere Grafik als erster Punkt einmal. Dann Next-Gen-Waffen, keine Ahnung was das heißen soll, wahrscheinlich besseres Design und vielleicht ein paar neue Features, weil nicht immer Granatwerfer oder so, vielleicht irgendwas, was vielleicht, die Waffe irgendwie customizen kann besser. Oder es gibt viel mehr Attachments für Multiplayer oder so, das wäre super. Es ist wieder auf 60 FPS Framerate halt. 60 Framerate, das heißt 60 Bilder pro Sekunde. Ein Film ist glaube ich auf 24 normalerweise. Und man kann überzeugt drüber springen, also man, wenn jetzt eine kleine Wand ist, hat man ja früher immer so drüber, so langsam drüber klettern müssen, wisst ihr, hingehen und dann A drücken, dann klettert man drüber. Oder bei PlayStation halt X oder sowas, glaube ich. Man hebt er sich drüber und das ist, wenn man hinrennt und, glaube ich, dann irgendwas drückt, dann wollte er so drüber über Parcours oder also so seitlich drüber hüpfen und man kann währenddessen auch schießen. Dann gibt es Slide-Effekt, Sliden halt, man kann rutschen und dabei, glaube ich, auch schießen, also er rutscht so am Boden und ist wie Dolphin Dive, halt, dass man schneller am Boden kommt. Dann, was habe ich da geschrieben? Neue Lichttechnik, also neue neues Licht. Was heißt neues Licht? Ja, Licht ist halt besser, Lichteffekte und sowas sind halt besser. Dann Smoke, also es gibt besseren Rauch. Also wenn du vor dem vorhin bei der Waffe der Rauch rauskommt, das schaut einfach besser aus und generell der Rauch und alles andere halt. Spooky, komm her, mein Hund tut da an der Tür kratzen. Ja. Dann zum Multiplayer, es gibt im Hund den Ridley im Multiplayer angeblich. Dann, es ist für alle Plattformen, gibt es das Lean-Feature. Man kann sich nach links lehnen und nach rechts, logischerweise. Das heißt, man kann, sieht einfach um die Ecken. Die PC-Spieler kennen es sicherlich eh schon bei manchen Ego-Shootern. Ich weiß nicht, ob es bei PC am Computer, also am Computer, bei Call of Duty schon gegeben hat, ich weiß nicht. Dynamische Maps und die Maps sollen nicht immer gleich ausschauen, das heißt, die Maps schauen einfach nicht immer gleich aus, das heißt, sie wollen es so verschieden wie möglich machen. Dann weiter, jede Map soll unterschiedlich ausschauen, das habe ich gerade gesagt. Und man kann seine, das Beste ist, man kann seinen Charakter anpassen.
Das heißt, man kann einen anderen Helm aufsetzen, ein anderes Gewand und so weiter. Also das ist super. Man kann vielleicht neue Hose, neues Leib, also sie werden eher so Westen, Schutzwesten, Ding anhaben. Ja, und so weiter, Rucksack und sowas, Helm und so ein Zeug halt. Das war gleich hier schon alles. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe alles gesagt, nichts vergessen. Schreibt in die Comments eure Meinung zum neuen COD. Ah ja, und die DLCs kommen als erstes bei Xbox One raus und wahrscheinlich bei Xbox 360 auch. Also das ist für die PlayStation wieder. Leute, wieder scheiße, ja. Und PC-Spiele halt auch scheiße, ja. Wahrscheinlich kommen die wieder später raus. Wie lang, weiß noch keiner. Wahrscheinlich. Die Hersteller wissen es, aber wir nicht halt. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch geholfen hat, die Infos, bitte drückt den Like-Button unter dem Video. Oder abonniert sogar für mehr Videos und dass ihr keine Infos verpasst oder so ein Zeug. Danke fürs Zusehen. Tschüss.